Willkommen zurück, Leute, zu Edna Bericht aus. Ich stehe jetzt hier mit Edna nochmal vor dem Supermonitor, um mir nochmal das Gebilde anzugucken. Naja, weil ich gedacht habe, vielleicht ist das ein bisschen falsch. Und dann habe ich nochmal in die Lösung geguckt und habe gedacht, wieso geht denn das nicht mit dem Bogen? Was mache ich falsch? Und ich glaube, man sollte das nicht so als Bogen betrachten, sondern eher wie ein Dreieck. Und dann sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus, weil ich habe das immer versucht, so ein bisschen rundlich zu bauen. Und jetzt versuchen wir das mal so ein bisschen dreieckmäßig zu basteln. Ja, das versuchen wir mal. Und dann sollte es eigentlich klappen, was ziemlich doof ist, dass ich dann die Dinge auch noch so falsch interpretiere irgendwie. Ach ja, das ist schon alles nicht so einfach hier. Komm mal mit hier, Edna, komm. Komm, Edna, komm. Da gehst du da lang. Und dann gehst du durch die Tür. Da gehst du raus. So. Jetzt geht's aber los hier, ab zum Zen-Garten. Und jetzt machen wir halt kein rundes Ding mehr, sondern ein Dreieck. Ja. So. Das... Noch nicht zennig genug. Vielleicht so. So. Aha, schwierig. So. Wow. Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. Cool. Wir sind alle jetzt eins, ja? Kann ich jetzt überall... Ich lasse es lieber, wie es ist. Ach so. Es beruhigt mich irgendwie. Ah, ja. Wenn du meinst, ist zwar so ein bisschen schiefes Dreieck, aber es ist mehr ein Dreieck. Es war nicht so ein Bogen, es war eher ein Dreieck. So, Alu-Mann. Hey, Alu. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Schönes Plätzchen. Bla, komm, Was hältst du von dem Muster, das ich gehakt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Oh Gott. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das... Oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Ja. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie die nächsten Parts, die noch kommen werden, nicht so viel in die Lösung gucken muss. Stört mich immer so ein bisschen die Cuts und das viele in die Lösung gucke, mag ich überhaupt nicht. Fühle mich dann auch immer so doof, dass ich das alleine nicht hinbekomme. Aber manches ist auch einfach, ja, wie zum Beispiel die Reihenfolge mit dem Essensplan, dass man vor zu dem anderen erstmal muss und so. Ja. Das ist so ein Um-die-Ecken-Denken, da denke ich dann nicht dran, weil ich dann da verbissen versuche, das Rätsel zu lösen, wo ich gerade bin und ich denke, ich muss jetzt da woanders erstmal hin. Hat ja geklappt, aber ob so oder so, das ist ja das Wichtigste, dass wir weiterkommen. Dann geben wir ihm jetzt mal das Ding. Damit könntest du doch sicher den Motor anlassen, oder? Darf ich mal sehen? Ja, das wäre ideal. Wenn ich mit positiver Energie aufgeladen wäre... Leider habe ich keinen Saft mehr auf den Chakren. Pfui. Wie? Können wir denn mal machen? Geh nochmal nach hinten zu den anderen. Was hat der denn gerade noch gesagt? Dass wir da... Guck mal, da ist er doch. Das ist doch gut. Ich dachte schon, hä, was... Hä? Kann's jetzt losgehen? Ich bräuchte ein Startkabel. Ja. Hast du eins? Also er hat sich jetzt energetisch aufgeladen. Mal gucken. Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Super. Oh, jetzt geht's los hier. Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Yay. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Du musst eine Möglichkeit finden, das Haupttor zu öffnen. Zigaretten? Die Zeitung? Kaugummi wäre nicht schlecht. Ich lauf ja schon. Was soll ich machen? Was hat Poki hier eigentlich zu? Hab ich noch nicht gemacht. Ja, dieser Raum ist eigentlich sehr funktionell und schlicht gestaltet auf den ersten Blick.
Darum habe ich auch gar keine guten Geschichten zu diesem Raum, die nicht schon das ein oder andere Rätsel hier spoilern würden. Darum habe ich mir eben gerade nochmal, um irgendwas erzählen zu können, die ganzen Item-Reaktionen mit den Objekten hier im Raum durchgelesen und muss sagen, ich bin ein wenig erschüttert. Lauft. Lauft weg! Das ist alles nur Unsinn. Alles nur Unsinn! Unsinn! Okay, das hätte man sich jetzt auch vielleicht sparen können. Was wollte ich jetzt? Oh Gott, was wollte ich? Kaugummi. Genau, das war der Plan. Wir sollen ja jetzt hier zum Hauptturm. Nee, da gehen wir mal hin, zum Wachturm. Was kann ich denn jetzt hier machen? Können wir ihn vielleicht aussperren? Den Typen. Mit Kaugummi. Was ist das hier? Also hier können wir nichts machen. Nee, wir müssen ihn bestimmt irgendwie von drinnen. Kann man da irgendwas machen an der Tür? Fässer? Stromzähler. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde im Haus jemand ständig das Licht ein- und ausknipsen. Mit den Fässern vielleicht noch irgendwas? Benutzen? Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Nein. Pack doch nochmal so ein Fass ein. Kein gutes Versteck. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir ihn irgendwie aussperren. Ich probiere das mal, wo ich nicht glaube. Kann man? Kaugummi mit? Tür geht gar nicht. Kaugummi mit Fässern? Ew. Ew. Kannst du das Kaugummi auch wieder nehmen? Was hat das jetzt gebracht, dass ich das Kaugummi dahin geditscht habe? Jetzt kann ich das auch gar nicht mehr nehmen. Vielleicht soll es dahin? Wer ist da? Hallo, ich bin's schon wieder. Warte, dich krieg ich. Ich bin immer noch Edna. Edna, die sich immer wieder versteckt hier. Der sieht aber auch böse aus. Hey, wo bist du hin? Ja. Geh zu runter. Da runter? Jetzt? Dann erwischt er mich doch. Was kann ich denn jetzt mal machen hier? Jetzt Kaugummi ist weg und können wir hier mit einem Generalschlüssel den aussperren? Da ist der Torwächter. Können wir mit dem reden? Das klappt so nicht. Was können wir denn mal machen? Das klappt so nicht. Weil sie will ja auch nicht runter. Da runter, dann erwischt. Ja. Vielleicht doch sich hier verstecken statt im Schrank? Oder muss man jetzt was machen, während er da steht? Nee, das klappt auch so nicht. Geh mal nach oben. Kann ich den nicht einfach benutzen? Hat sie jetzt schon, ne? Ja. Ich habe ihn ja jetzt schon eigentlich benutzt. Aber wenn er wiederkommt, dann macht er natürlich das auch wieder aus, ne? Also dann macht er das Tor ja auch wieder zu. Aber vielleicht sind die in der Zeit schon raus, aber das würde man bestimmt sehen, dass sie dann davor fahren. Keine Zeit. Benutzen. Okay, reden mit dem grünen Knopf. Keine Zeit rum. Keine Zeit. Okay, nehmen. Keine Zeit rum. Nehmen Radio. Keine Zeit. Komisch, dass er aber auch so lange jetzt gerade wegbleibt, sonst kommt er doch so schnell immer wieder. Jetzt können wir uns hier ziemlich Zeit lassen. Vielleicht hätten wir das Kaugummi hier irgendwie festbacken sollen an den grünen Knopf. Ja. Das wäre doch mal eine Idee gewesen. Dann kann er das nicht runter machen und es bleibt erstmal offen. Ich bin hier oben noch nicht ganz fertig. Ja, aber ich sollte noch etwas tun, damit der Wächter das Tor nicht einfach wieder schließt. Ach
Ach so. Deswegen haben wir auch so viel Zeit. Das Kaugummi ist weg. Können wir was anderes machen? Oh, Tragik. Poki stand so kurz davor zu beweisen, dass man mit Computerspielen richtige Geschichten erzählen kann. Und dann benutze grüner Knopf mit Wasserbecher. Warum nur? Warum? Weil ich's kann. Den irgendwie zerschneiden, mit dem Strohhalm irgendwie reinstopfen. Den Knopf runterputzen? Oh nein. Ja, ich... Keine Polster und keine Klimaanlage mehr. Nur noch dieser Knopf trennt mich von der Freiheit. Mhm. Harvey? Kabel? Ach, da ist ein Kabel. Mit bloßer Hand bekomme ich das nicht klein. Nee, aber mit unserer Zickzackschere. Hey, was hast du getan? Raus hier! Yay! Das Tor ist offen. Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zubleiben. Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Oh oh. Was ist das für ein Geräusch? Jetzt geht's los. Ein Motor. Oha. Die Garage! Ja, komm, fahr sie um. Schnell! Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner. Verflucht! Draußen! Und wohin soll's jetzt gehen? Oh, wie geil! Rio de Janeiro! Ich will zum Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufdeckt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Wahnsinn, wir haben es geschafft. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Oh Gott. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Okay, Ausbrecherin Erfolg freigeschaltet. Super. Wenn auch nur mit hier und da Tipps bekommen. Hilfe. Autotür. Böschung. Die Kindersicherung scheint noch zu funktionieren. Oh Gott, ich gehe mal zu Mutti und Moti. Was ist denn los mit denen? Oh, hallo. Hast du alles gut überstanden? Was denn mit... Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Wo sind die anderen? Fährt das Auto noch? Wollt ihr denn gar nicht weiter? Was treibt ihr da? Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Ich schätze... Sowas passiert einfach, wenn man einen Irren an Steuer setzt. Wo sind die anderen? Der Alumann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Murmelte irgendetwas von einer Erleuchtung. Ich fürchte, wenn er vorher nicht alle Sicherungen im Kasten hatte, sind sie ihm jetzt ganz durchgeknallt. Den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Moti? Nope. Fährt das Auto noch? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Sagen wir mal so, es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung. Dr. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Wenn du klug bist, bleibst du bei uns, bis sie die Suche aufgeben. Hier ist es sowieso viel gemütlicher. Tja, was treibt ihr da? Was treibt ihr da? Moti hat eine Art Kartentrick erfunden. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Er versteckt das Herzass nach einem System, das nur er kennt. Und Hoti muss es erraten. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen, wenn er nicht jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte. Immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren? Klar, leg los. Wenn du dreimal hintereinander richtig liegst, hast du gewonnen.
gibt es auch einen Preis? Nein. Trotzdem bereit? Ja, was soll's. Zieh eine Karte. Oha. Gut, dann nehme ich mal die. Die dritte Karte. Sicher? Ja. Soll ich jetzt eine andere nehmen oder wie? Hä? Nehme ich jetzt nochmal? Die zweite von links? Sicher? Die letzte also. Sicher? Ja, was jetzt? Die dritte Karte. Sicher? Gleich die erste Karte? Sicher? Irgendwie passiert hier gar nichts, ne? Ja? Die letzte also. Richtig. Zweite. Ach so. Also man soll die dann nochmal anklicken. Man kann sie... Ja gut, dann war das jetzt die erste. Das ist ja gut. Das war schon mal richtig. Dann möchte ich jetzt... Gleich die erste. Daneben. Oh. Nächster Versuch. Die letzte also. Sich. Oh. Daneben. Die zweite von links. Daneben. Die zweite von ja. links. Daneben. Okay. Daneben. Die letzte. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Runde ich bin. Gleich die. Okay, das ist richtig. Zweite Runde. Gut, dann klicke ich mal nicht wild jetzt hier rum, sondern sind wir wieder in der zweiten Runde. Jetzt kann sie wieder sonst wo sein. Muss ja eine von den letzten dreien sein. Nochmal, die erste will ich nicht. Richtig. Dritte Runde. Erste, dritte. Dann nehme ich jetzt die. Die zweite von links. Oh. Daneben. Die letzte. Oh. Daneben. Oh. Ist das doof. Das war die erste. Daneben. Jetzt kann es wieder sonst wo sein. Ich fange mal wieder hier an. Auch nicht? Die zweite. Ja. Ja. Richtig. Zweite Runde. Die letzte. Die letzte ist es irgendwie nie. Gleich die. Die erste. Oh, ist schwierig. Ich mach das mal ein anderes Mal nochmal weiter. Ja, ich weiß hier gar nicht, warum die jetzt hier drinnen rumhängen. Hier kann man rausgehen, sonst kann ich hier auch nichts machen. Poki? Ja, mit den wenigen Möglichkeiten, die mir unsere... Oh, hallo. Hast du alles gut über... So, Poki nochmal, bitte. Ja, mit den wenigen Möglichkeiten, die mir unsere eigens programmierte Engine bot, habe ich an dieser Stelle versucht, so eine Art Minigame zu skripten. Das aber kein tatsächliches Minigame ist. Tatsächlich findet die Lösung des Rätsels, der Aufgabe, gar nicht innerhalb des Spiels statt, sondern außerhalb. Mir hat es Spaß gemacht, das zu das so zu entwerfen. Mir macht sowas sowieso immer Spaß, so kleine Spiele kaputt zu machen, indem die Lösung halt gar nicht im Spiel selbst ist. Aber ich weiß auch, dass ich damit hin und wieder den einen oder anderen in die Verzweiflung treibe. Aber warum sollen andere Leute auch nicht verzweifelt sein? Genau. Aber gut zu wissen, ich gehe dann, dass wir die Lösung eben woanders finden und nicht da drinnen. Das wird nie mehr einen Oldtimer-Preis gewinnen. Das ist heftig, das ist hier alles Tümpel. Tief und unergründlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann man hier noch irgendwas rausziehen, mitnehmen? Autotür nutzen? Aus den Angeln, aus dem Sinn. Oh, Edna wirkt auch so betrübt. Was hängt die aber da drin? Uferwegen. Gehen wir da mal hin. Da sind doch bestimmt noch die anderen, oder? Oder ist hier keiner mehr? Hallo? Aber dieses Setting finde ich gerade total cool. Fluss. Brr, ist es nicht zu kalt zum Schwimmen?
dann gehen wir wieder zurück. Gehen nochmal nach oben. Zur Böschung. Ach du. Scheiße. Zur Anstalt. Ne, wir gehen mal zur Straße lieber runter. Gucken mal, was da hinten ist. Die Absperrung von den anderen. Oh oh, die suchen uns hier. Er kann doch unmöglich immer noch müssen. Ach so, er ist das. Kann man da jetzt reingehen in den Lieferwagen, so ganz heimlich schnell? Aha. Was ist jetzt hier? Fahrkabine. Hm. Komm, wir machen mal Kupplung. Was? Wieso kann ich das jetzt eigentlich hier anklicken? Warum soll ich jetzt hier wegfahren? Oh Gott, hupen. Nicht so gut, ne? Hey, was ist das? Ist da jemand im Auto? Komm, vielleicht können wir ihn dann reinlocken ins Auto und dann gehen wir runter. Geh mal raus. Hm. Ich dachte, man kann hier vielleicht runtergehen. Aber weiter als dahin geht's ja auch nicht. Ja, genau, Blase, so hieß der Typ. Man nennt ihn Blase. Kann hier auch so ein bisschen in die Büsche gehen. Aha. Gut, ich würde sagen, ich höre mir nochmal den Poki an oder wir hören uns nochmal den Poki an und dann, ja, schauen wir mal hier weiter. Und das ist endlich der Raum, in dem tatsächlich die verschollene und nachher aus dem Spiel genommene dritte HW-Fähigkeit Moonwalk zum Einsatz kommen sollte. Und zwar sollte Edna hier von dem Busch zum Lieferwagen schleichen, damit sie nicht von Blase erwischt wird, und musste dazu Moonwalk lernen. Aber es hat hinten und vorne nicht hingehauen. Also sowohl der Weg vom Busch zum Lieferwagen war halt nicht offen genug, also es passte von der Zeichnung nicht hin. Außerdem gab es hier überhaupt keinen Gegenstand, der sie quasi an diese Szene aus ihrer Kindheit erinnern konnte. Ja, deswegen habe ich es wohl hauptsächlich rausgelassen. In diesem Raum gibt es allerdings den Hotspot, der meine allerliebste Lieblingsreaktion beherbergt, und zwar bei Benutze Harvey mit Brückengeländer. Probier das doch mal einfach aus. Ja, das werde ich auch ausprobieren. Ich dachte schon, der spoilert mich jetzt hier mit irgendwelchen Sachen, aber nein. Es wurde rausgenommen. Ist ja interessant. Hm, hätte ich gerne aber gehabt, so eine dritte Fähigkeit noch, das wäre doch cool gewesen. Aber wir schauen mal weiter, was hier spannenderweise im Moment passiert. Bei Edna bricht aus. Edna ist ausgebrochen. Endlich. Sie hat es geschafft. Wir sehen uns. Bis dann.